der Herbst, wenn es so ein bisschen kühler wird wie jetzt. Es ist ja so die Jahreszeit, wo man die kleinen Wehwehchen kriegt. Ich höre das auch hier schon. Der eine hustet, der andere schnupft. Ich habe es im Kreuz. Dann hat man natürlich bei so einer Sendung nie Zeit, zum Arzt zu gehen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir lassen einen kommen. Und es gibt in Berlin seit einiger Zeit einen sehr erfolgreichen Arzt, der macht sogar noch Hausbesuche. Dr. Peter Brockmann. Grüß Gott. Günther Witzmann. Nehmen Sie Ihr Mikrofon. Also das Wartezimmer bei Dr. Brockmann ist voll, wir merken das. Das ist ja ein Riesenerfolg geworden, dieser Bülow-Bogen. Man hat auch das Gefühl, der Günther Witzmann fühlt sich eigentlich nirgendwo so wohl wie in der Praxis. Ja, im Grunde genommen ja, muss ich sagen. Früher als Kind war ich nicht gerne beim Arzt. Jetzt, wo ich älter bin, ach, rein in den Kittel und wohlgefühlt. Kommen denn schon die Ersten zu Ihnen auf irgendwelchen Festen, die sagen, können Sie mal hier hinten mal gucken, jetzt zieht so. Ja, ja, das Öfteren. Also ich kriege eine Nebenbeschäftigung, die ich gar nicht erfüllen kann an und für sich. Denn ich kann immer noch sagen, ich bin ein Schauspieler, der einen Arzt spielt. Aber behandeln und richtig behandeln kann ich keinen, das muss ein Professioneller doch machen. Nicht? Nun haben Sie ja Ihre Erfahrung mit Ärzten selber gemacht, auf etwas unerfreuliche Art und Weise, war auch viel darüber zu lesen. Es hat geheißen, der Günther Witzmann wird kürzer treten. Ja. Das heißt, man wird ihn weniger sehen. Wenn ich mir aber angucke, wo Sie überall zurzeit zu sehen sind, ich nenne jetzt nur mal das, was im Fernsehen stattfindet, die drei Damen vom Grill, der Bülow-Bogen, im ZDF, die Berliner Weiße mit Schuss, dann frage ich mich, wann der Mann sich ausruht. No, zwischendurch immer. Da sind ja doch viel alte Schoten bei. Das wurde ja früher gedreht. Da ist ja nichts mehr bei etwas so wie hier, dass man sagt, das ist live, da muss er da sein. Das sind ja alte Filme. Man sieht ja manchmal Filme von 1924. Wie ist denn das überhaupt mit dem Lernen? Kommen Sie da mit Ihren Rollen nicht manchmal durcheinander? Ich bewundere immer Schauspieler. Die lernen ellenlange Texte, merken sich ihre Stichworte. Unser einer geht raus und redet einfach. Aber Sie müssen ja Stichworte... Sind Sie ein leichter Lerner? Können Sie es gut? Nee, aber das ist Übung, das Training. Das sind ja doch immer, beim Fernsehen ist es, oder Heimkino, wie ich es nenne, hier ist Fernsehen, weil man ja gerade direkt live fernsieht, sind es ja immer nur kleine Stückchen. Auf der Bühne so, 2 Stunden hintereinander was reden, das wird schwieriger. Also da könnte man im kleinen Hirn so ein bisschen gedetscht sein, einen kleinen Schwund haben, aber vor der Kamera... Böse Zungen behaupten ja, wir, die wir auf eine Bühne gehen, haben nur einen kleinen Hirn. Ja. Günther Witzmann, wir haben Sie auch eingeladen, weil Sie Glücksfee spielen sollen. Ja? Es geht nämlich um dieses Auto, einen Citroën AX Hit. Ja. Dass wir jetzt unter all denen verlosen, 80 sind es diesmal, die Reihenfolge unserer 7 Erstplatzierten richtig getippt haben. Wir haben ja auf unseren Lottoschein wieder angeboten, alle 7 allerdings in alphabetischer Reihenfolge. 80 haben richtig geraten. Aha. Und Sie sollen nun 4 ziehen. Ja. Der Erste bekommt 50 Lose für die Glücksspirale. Zum Auto kommen wir später. Hauen Sie rein. Hier rein, mitten in die Trommel dann. Mitten in die Trommel. Wunderbar. Und jetzt einen Sie rausziehen. Ein bisschen eilig. Ja, ich mach schnell. Jetzt will noch einer singen. Ja. Gut, das sind die 50 Lose für die Glücksspirale. Sabine Brengel in Thaleischweiler-Froh. Wo immer das liegt, 6784. Herzlichen Glückwunsch. 50 Lose für die Glücksspirale. 100 Lose für die Glücksspirale. Oh je. Oh Gott. Das heißt Elke Flick, ne? Ja. In Ludwigshafen. 100 Lose. Jetzt kommt die Reise für 2 Personen in ihre Heimatstadt nach Berlin. Nee. Nur eins. Nur eins. So, wir haben es noch nicht gesehen. Jürgen Schierlinger in Kaiserslautern. Und nun kommt unser Citroën. Ein nagelneues Auto, das netterweise auch noch Hit heißt. Aber das ist ein Zufall, wir haben nachgefragt. Ein neues Auto anrufen können wir nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht mehr. Aber jetzt kommt's. Jetzt wird gezittert bei all denen, die alle 7 richtig getippt haben. Das Auto geht nach Frankenthal. Ist, glaube ich, im Saarland, ne? Genau. 6710. Mhm. Und den Namen kann wieder kein Mensch lesen. Sascha. Sascha Protmann. Protmann. 6710 Frankenthal, eine ganz junge Schrift, ein ganz junges, ein ganz neues Auto. Herr Witzmann, ich bedanke mich bei Ihnen. Weiterhin so viel Erfolg wie mit den Serien im Augenblick. Ja. Und vor allem gute Gesundheit. Das wünschen sich wohl am meisten Ihre Fans. Ja. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam unsere Nummer 1 anhören, denn die sind wir unseren Zuschauern noch schuldig. Ja. Das